So ihr Lieben, der neue Monsterverse-Ableger Godzilla Kong kommt jetzt schon in wenigen Tagen auch in die deutschen Kinos und wir müssen jetzt hier in diesem Video mal über eine Sache reden, die relativ wichtig ist, die ihr vielleicht berücksichtigen und wissen solltet, bevor ihr den Film seht. Wir werden hier in dem Video mal über den aktuellsten Comic und eben auch die Vorgeschichte zu Godzilla Kong: The New Empire reden, welches den Titel trägt Godzilla Kong: The Hunted. Ich habe den Comic jetzt zusammen mit euch live auf Twitch gelesen und diejenigen von euch, die nicht live dabei sein konnten, werden jetzt hier in dem Video mal meine Review, meine Kritik zu der ganzen Nummer erfahren. Es wird hier zu Spoilern kommen, was den Comic angeht. Auch hier und da winzige Spoiler in Bezug auf den Film, die aber automatisch mit dabei sind, wenn man eben über den Comic spricht. Und wir müssen mal ganz klar darüber reden, warum das Monsterverse schon jetzt unfassbare Probleme hat. Viel Spaß mit dem Video. Solche Comics sind ja eigentlich eine ziemlich schöne Sache. Ich meine, sehr viele Franchises nutzen diese Medien eben, um ein Universum weiter auszubauen. Als Beispiel gibt es bei Star Wars unzählige Comics, die inzwischen auch aus dem Kanon wieder rausgestrichen wurden. Aber es gibt weiterhin auch noch sehr viele Comics, die Teil dieses Kanons sind und die ganze Nummer sinnvoll erweitern und bestenfalls auch eben dann dafür sorgen, dass man den Comic nicht zwingend lesen muss, um die Geschichte zu verstehen, ihn aber eben lesen kann, um die Story ein bisschen runder zu erfahren, um ein bisschen mehr Back-Informationen zu haben. Ähnlich war es übrigens auch mit dem Comic hier, der ursprünglich die Vorgeschichte zu Godzilla 2014 sein sollte. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Es gibt nämlich in Sachen Monsterverse einige Dinge, die wir einfach jetzt mal besprechen müssen, die mir so ein bisschen Sorgen machen, wenn wir uns das Konzept eines Monsterverse, also eines Cinematic Universe, einmal genauer betrachten. Im Zuge dessen kommen wir natürlich auch, wie auch im Titel schon beschrieben, auf meine Review zum neuen frisch erschienenen Comic Godzilla Kong The Hunted zu sprechen. Wir sollten aber erstmal ganz kurz über das generelle Phänomen dieser Universen sprechen. Und ja, ich weiß, dass ich selber das Marvel Cinematic Universe immer mal als Negativbeispiel für sowas nehme, weil ich persönlich einfach Marvel sehr langweilig finde. Es gibt eigentlich nichts mehr, was mich da wirklich nochmal zurück ins Kino bringen würde, weil Marvel immer dasselbe macht. Was man im MCU aber zugutehalten muss, ist wirklich die Tatsache, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass immer mehr Zuschauer so eine MCU-Müdigkeit verspüren, dass es Marvel wirklich geschafft hat, so lange am Ball zu bleiben und so lange auch die Kontrolle über ein Universum zu behalten. Gibt's hier und da vielleicht ein, zwei kleine Sachen, die in der Kontinuität nicht zusammenpassen? Möglicherweise gibt's die ja, abgesehen von X-Men, die ja wirklich auch nicht rein Marvel sind, die ja wirklich sehr, sehr starke Anschlussfehler mit in sich haben. Aber abgesehen davon ist das MCU doch eine relativ runde Sache. Jetzt für einen ganz normalen 0815 Marvel-Gucker wie mich macht das alles sehr viel Sinn und ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich Marvel da in der eigenen Timeline ankreiden würde. Das ist aber jetzt ein riesiger Logikfehler. Wenn sich sowas eingeschlichen hat, kann das durchaus sein. Ebenfalls auch in der Star Wars Geschichte sollen wohl in den Serien ein, zwei Fehler aufgetaucht sein, die man ja als Logikfehler degradieren müsste. Der Unterschied hier zum Monsterverse ist allerdings, dass sowohl das MCU als aber auch Star Wars ein unfassbares Universum sind. Und da muss man die beiden Universen wirklich verteidigen. Sowohl Star Wars als auch das MCU haben eine ultra schwierige Aufgabe, permanent im Blick zu behalten, was denn irgendwann mal davor passiert ist. Das sind Dinge, dafür sind mehrere hundert Leute sehr wahrscheinlich verantwortlich, die diese Kontinuität im Blick behalten. Da sind Absprachen mit Regisseuren notwendig. Dass die Guardians of the Galaxy in Infinity War auftauchen konnten, hatten unfassbar viele Absprachen mit James Gunn zufolge, damit das irgendwie auch logisch in seine Geschichte mit reinpasst. Was hat das Ganze jetzt aber mit dem Monsterverse zu tun? Naja, wir haben bei dem Monsterverse ganze fünf Filme. Fünf Filme, die es wirklich zum Teil schaffen, innerhalb der eigenen Geschichte Regeln aufzubauen und die im selben Film wieder über den Haufen zu werfen. Und wieso komme ich auf dieses Thema jetzt hier, wo es doch eigentlich um den neuen Comic gehen sollte? Weil ich euch eins versichern kann, wenn ihr euch diesen Comic durchlest, der, glaube ich, am 23. oder am 26. März erscheinen soll, ich werde es gerade mal einblenden, und nachdem ihr diesen Comic gelesen habt, den Film Godzilla Kong The New Empire schaut, wird sich der ein oder andere aufmerksame Leser oder eben auch Zuschauer im Film selber fragen: Moment, das passt jetzt aber chronologisch so nicht zu dem, was der Comic, der kanonisch vor dem Film spielt,
mir doch eben gerade erzählt hat. Und das ist eine Sache, die bei dem Monsterverse aktuell für mich sehr problematisch wirkt. Ich will euch hier nur mal ganz kurz noch ein paar Beispiele nennen und wir kommen gleich wirklich auf den Comic zu sprechen. Unter anderem haben wir in Godzilla King of the Monsters diese Unterwasserstadt präsentiert bekommen und uns wurde hier suggeriert, ja, Godzilla bewegt sich ebenfalls innerhalb dieser unterirdischen Tunnel über die gesamte Welt, also über den Globus. Und das wäre dann auch der Grund, warum Godzilla, also warum er quasi so schnell von A nach B gelangen kann. Und die Serie Monarch hat uns dann, die auch kanonisch ist, etwas ganz anderes erklärt. Nein, Godzilla schwimmt nicht durch die Erde oder durch die Gewässer und bewegt sich sofort, sondern Godzilla reist in das Axis Mundi, in welchem die Zeit auch noch anders verläuft und verlässt dann das Axis Mundi an einem anderen Ort wieder und kann dann somit, wie bei Schnellreisespots, überall wieder auftauchen. Das ist eine Sache, die uns in den Filmen so nie dargelegt wurde, die jetzt aber einfach anscheinend so offiziell im Kanon verankert ist. Jetzt kann man sagen, ja, Tobi, aber er macht vielleicht auch irgendwie beides und das kann natürlich logisch sein. Allerdings wird der Film Godzilla King of the Monsters laut Adam Wingard selber jetzt immer ein bisschen stiefmütterlicher behandelt. Warum das so ist, dazu wurde keine Aussage getroffen, aber das Ganze fühlt sich so ein bisschen an wie Jurassic Park 3 im Jurassic-Universum, von mir aus auch The Lost World, denn wenn wir uns die gesamte Jurassic-Reihe mal anschauen, sind Teil 1, dann Jurassic World, Jurassic World 2 und Jurassic World 3 eigentlich in einem Rutsch miteinander verkettet. Die Filme kannst du so gucken, ohne Teil 2 und Teil 3 gesehen zu haben. Es wird hier und da mal auf die beiden Filme eingegangen, aber auch nur ganz wenig. Ich glaube, Jurassic Park 3 wird nur ein einziges Mal in irgendeiner Form erwähnt, in Jurassic World Dominion, als Dr. Alan Grant Ellie fragt, ey, was ist eigentlich mit Mark? Und Mark kennen wir eben aus Jurassic Park 3. Das ist, glaube ich, das einzige Mal, wo der Film irgendwie eine Rolle spielt. The Lost World Jurassic Park 2, habe ich keine Ahnung, ob der jemals irgendwie eine Referenz bekommt. Aber ich glaube auch nicht, außer halt, dass Buck und Doe später auftauchen. Das musst du aber nicht wissen, wer das im Endeffekt ist. Und so fühlt sich das Ganze irgendwie auch mit diesem zweiten Film an. Der wird immer wieder außen vor gelassen in bestimmten Erzählungen, in bestimmten Dingen. Und mal gucken, was sie jetzt im Film daraus machen, ob sie wirklich die Ghidorah-Nummer nochmal aufgreifen, dass Shimo vielleicht Ghidorah eingefroren hat. Ich glaube es aber irgendwie nicht mehr, denn der Film wird so ein bisschen rausgeschoben. Ein anderes Beispiel dafür, dass das Monsterverse selber ein Problem mit jemandem hat oder eben, dass da jemand fehlt, der vielleicht mal ein Auge auf alles hat, der bei gerade mal 5 Filmen eben sagt, okay, das macht Sinn, das können wir so machen, das macht Sinn, lassen wir das Monarch-Ding erstmal beiseite, man könnte immer noch sagen, okay, er macht einfach beides, Godzilla schwimmt auf der einen Seite durchs Meer, auf der anderen Seite geht er ins Axis Mundi, macht dann eben diese Schnellreisefunktion, das kann ja beides sein. Dieser Comic hier war bis vor kurzem noch offiziell im Kanon verankert. Das hier war eigentlich die erste Vorgeschichte, quasi die Geschichte, die kurz vor Godzilla 2014 spielt, die noch im Kanon drin verankert ist. Wenn ihr jetzt dieses Video hier seht und nach den kanonischen Comics nachschaut im Internet, wird der wahrscheinlich sogar großteils noch mit aufgelistet sein. Der ist aber offiziell aus dem Kanon rausgeflogen. Warum? Naja, weil hier Dinge erzählt werden oder eben erklärt werden, bei der die Serie Monarch Legacy of Monsters erneut etwas ganz anderes erzählt. Und das Problem hierbei ist, dass das nicht einmal den Machern selber aufgefallen ist. Und dann zuallererst haben die Fans hier immer wieder auf Twitter oder eben auf X bestimmte Dinge herausgeschrieben und eben miteinander verglichen, die so keinen Sinn mehr gemacht hätten oder keinen Sinn mehr machen. Jetzt inzwischen wurde dann ebenfalls von Adam Wingard und auch Legendary und Warner bestätigt, ja, wir nehmen den Comic hier und noch irgendeinen zweiten aus dem offiziellen Kanon raus. Einfach weil man den Blick nicht mehr hierauf gewendet hat. Man vergisst innerhalb von gerade mal 5 Filmen, was eigentlich im Kanon selber erzählt wird. Letztes Beispiel, bevor wir dann zum Comic Godzilla Kong The Hunted kommen, ist die Nummer in Godzilla vs. Kong, in welcher uns den gesamten Film lang erzählt wird, dass wir eine bestimmte Raumkapsel brauchen, um durch eine Art Dimensionsportal durch die Hohlerde hindurchzureisen. Das ist ein riesiger Teil des Films, es gehört mit zur Geschichte des Films. Und später sehen wir dann aber einfach, wie Godzilla einen Atomic Breath durch die Erdkruste hindurchschießt und in der Hohlerde unten rauskommt. Das dürfte auch rein logisch nach dem, was uns in Monarch Legacy of Monsters erzählt wird, nicht funktionieren. Denn dort wird darauf eingegangen, dass du durch dieses Portal, durch welches du reist, das Axis Mundi durchqueren musst, um in die Hohlerde zu kommen. Das heißt, in Monarch geraten unsere Helden nur ins Axis Mundi, weil sie quasi diesen Portalstrahl zu früh verlassen. Aber da muss eben hindurch geswitcht werden, um in die Hohlerde zu kommen. Das passiert ebenfalls nicht in Godzilla vs. Kong und
auch hier kann man wieder sagen, ja komm, er hat einfach so eine Power, dass er da durchschießen kann. Es gibt Erklärungen, die irgendwie dafür sprechen, allerdings ist das einfach ein riesiger Denkfehler. Warum ist das ein riesiger Denkfehler? Die gesamte Nummer mit dem Portal, welches man durchqueren sollte, hatte Adam Wingard ganz zu Beginn als eine Post-Credit-Scene zum Film Godzilla vs. Kong angedacht. Da Legendary und Warner sich aber nicht genau sicher waren, ob es danach überhaupt weitergehen würde oder ob Godzilla vs. Kong erstmal einen Cut setzen wird, je nachdem wie erfolgreich der Film eben ist, hat man davon abgesehen, noch eine Post-Credit-Scene hinten dran zu setzen. Das heißt, ja, die Filmstudios haben dem Film nicht sonderlich vertraut und aus irgendeinem Grund kam Adam Wingard dann auf die grandiose Idee, dann klatschen wir doch diese Szene einfach in die Mitte des Films, in welcher wir sehen, wie das Gravitationsfeld quasi nicht mehr existiert und Kong und das Raumschiff so in der Schwerelosigkeit mit den Steinen agieren können. Das sollte so nicht im Film sein. Da es aber jetzt ein Teil vom Film ist, zerstört es den eigenen Kanon im selben Film, den der Film vorher wieder aufgebaut hat. Jetzt kommen wir mal ganz kurz zum Comic. Weil ich eben gerade gesagt habe, wer den Comic zuerst gelesen hat und danach den Film sieht, der wird sich hier und da vielleicht denken, macht nicht unbedingt Sinn, ist ein bisschen seltsam. Es ist im Endeffekt nichts Gravierendes. Nichts von den Fehlern, die ich euch eben gerade erzählt habe, sind gravierend. Nur müssen wir dabei bedenken, wir sind dabei, ein gewaltiges Universum aufzubauen und haben bisher 5 Filme, die wir beachten müssen. Ja, es gibt auch noch Comics, aber auf diesen 5 Filmen muss alles basieren. Diese 5 Filme haben uns bisher eine Logik aufgebaut, die haben uns eine Regel aufgebaut oder bestimmte Regeln aufgebaut und eben erklärt, die Comics müssen sich nur an 5 Filmen orientieren. Das ist ein gewaltiger Unterschied zu einem Star Wars Universum, wo es doch ein Expanded Universe gibt oder ein Legend. Legends heißt das, glaube ich, was aus dem Kanon rausgenommen wurde. Das muss man jetzt irgendwie ignorieren. Und dann nebenbei gibt es aber noch die Hauptgeschichte mit Filmen und Comics und auch Spielen, die mit dazugehören. Ebenfalls auch bei Marvel. Wie gesagt, das ist jetzt mein riesiges Lob an mein doch immer so ach so kritisiertes Star Wars oder eben auch Marvel. Die bekommen das über... Wie viele gibt es von Marvel inzwischen? 30 Filme, 9 Serien, 5000 Comics. Kriegen die das irgendwie hin, dass das im Großteil dann doch so Sinn ergibt, trotz Multiversum? Kommen wir jetzt zum Comic Godzilla Kong The Hunted. Die ganze Nummer beginnt, wie schon erzählt, vor Godzilla Kong The New Empire. Und zwar starten wir damit, dass wir sehen, wie Kong in der Hohlerde jetzt gerade mal so ein bisschen... Naja, seine alte Heimat untersucht, die Natur inspiziert. Kong landet also dann an einem Wasserfall. Die Szene könnte theoretisch auch relativ zeitnah nach Godzilla vs. Kong spielen. Und Kong fängt dann an, aus einem Wasserfall zu trinken. Plötzlich taucht dann ein gewaltiger, großer Säbelzahntiger-Kaiju auf. Und ihr kennt den Namen da draußen. Ihr habt mir auch auf Twitch jetzt schon ein paar Mal geschrieben. Ich weiß es aber nicht mehr. Und ein Kampf zwischen Kong und diesem Tiger beginnt. Und Kong schwächt diesen Tiger dann so stark in der Hohlerde, dass es plötzlich ein Jäger schafft, mit einer Kaiju-Jagdtechnologie eben diesen Kaiju einzufangen. Das Besondere an diesem Jäger ist, deswegen heißt der Comic auch The Hunted, weil dieser Jäger jetzt hier eben versucht, verschiedene Titanen zu jagen. Warum macht er das? Aus Trophäensammelmotivation. Also auch nichts wirklich Tiefgründiges. Und der hat etwas... Der hat eine Apparatur, wir spoilern jetzt ja hier sowieso, die sehr an Pacific Rim erinnert. Denn dieser Jäger steigt in einen gewaltigen Roboter ein, der so ein bisschen aussieht wie ein Pinsir-Pokémon. Der hat auch so 2 verschiedene Hörnchen. Und damit kann er auch gegen diese Titanen dann eben in der Hohlerde kämpfen. Das ist so ein Teil der gesamten Geschichte, dass hier eben dieser Jäger anfängt in der Hohlerde, naja, die Kaiju, die Titanen zu jagen. Aufgrund dessen, dass er die Titanen jagt, scheint plötzlich aber ein Godzilla aufzuwachen. Godzilla öffnet auf einmal seine Augen und wir lesen einen Text im Comic, wo drunter steht "It's happening again". Also es passiert schon wieder. Da haben wir ganz kurz auch auf Twitch so kurz gestoppt, weil ich mir gedacht habe, okay, was heißt es passiert schon wieder? Geht man hier darauf ein, dass die Menschen jetzt schon wieder Mist bauen und deswegen Godzilla aufwacht und jetzt Rambazamba macht? Also ist hiermit jetzt die Theorie bestätigt, dass... die Menschen vielleicht sogar damals mitverantwortlich für den Krieg der Titanen waren, in dem die Kongs ja die Menschen hätten beschützen wollen und die Titanen hätten die Menschen angegriffen, aufgrund dessen, dass die Menschen halt wieder irgendetwas gemacht haben. Das könnte man irgendwie so deuten. Tatsächlich gibt es aber auch andere Theorien, die einfach besagen, dass genau jetzt in diesem Zeitpunkt Godzilla anfängt zu spüren, dass in der Hohlerde etwas anderes noch rumort. Also Godzilla wacht jetzt nicht auf wegen diesem Jäger, sondern eben wegen
Shimo und Scar King. Die beiden kommen im Comic hier nicht vor. Deswegen ist das Ganze auch ein bisschen verwirrend. Also wenn es deswegen gewesen wäre, wäre das sehr verwirrend. Ich habe das so interpretiert, dass Godzilla jetzt hier wirklich aufwacht, weil er eben merkt, okay, in der Hohlerde unten passiert gerade etwas und die Menschen sind wieder daran schuld. Und deswegen denkt er sich dann eben, okay, it's happening again. Daraufhin flippt Godzilla auch so ein bisschen aus. Wir merken, dass er die ganze Zeit von den Menschen auch bewacht. Und dann wird sogar darauf eingegangen, dass The Big G, also er wird wirklich The Big G genannt, eben The Big, ne, der Große und G wegen Godzilla, bewegt sich jetzt seit Wochen das erste Mal wieder. Das heißt, Godzilla versinkt tatsächlich in so einer Art von Schlaf, während er einfach nichts zu tun hat im Endeffekt. Was auch wieder so ein bisschen Monarch entgegenspricht, die ja in der Serie gesagt haben, dass wenn Godzilla quasi nicht agiert, ist er im Exis Mundi. Nee, anscheinend nicht, weil hier schläft er. Ist auch okay, es kann immer noch beides der Fall sein. Mal schläft er, mal ist er im Exis Mundi. Das passt also noch dann soweit. Und dann greift Godzilla eine Bohrinsel an. Und diese Bohrinsel war ohne Menschen, da waren keine Menschen drauf. Das wusste allerdings Godzilla nicht. Die war allerdings als eine Attrappe benutzt worden, um Godzilla so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Dann bekommen wir einen Cut zur Geschichte von Kong zurück. Und jetzt bekommen wir einen Moment, den müsst ihr im Comic eigentlich gesehen haben, um den Film später zu verstehen. Beziehungsweise glaube ich, dass diese Szene sogar 1:1 so im Film später nochmal auftauchen wird. Denn wir sehen im Comic diese Szene, in der Kong diese Höhlenwände runterspringt und dann quasi in einer Gruft landet, wo überall diese Totenschädel rumliegen und auch wo diese ganzen Kristalle aus den Wänden rauswachsen. Wie gesagt, entweder macht er das Ganze nochmal, dass er nochmal darunter geht im Film, oder wir bekommen halt wirklich manche Szenen aus dem Comic nochmal im Film später recycelt. Denn hier sehen wir dann auch, wie Kong ein paar Höhlenwandmalereien sieht. Die werde ich euch hier gerade mal einblenden. Wir sehen einmal, wie, glaube ich, ein Muto war es, gegen einen Skullcrawler kämpft. Dann sehen wir auch den Kampf gegen Ghidorah. Wir sehen den Kampf zwischen Kong und Godzilla. Und ganz unten sehen wir dann irgendwie noch den Kampf zwischen, oder den angehenden Kampf zwischen Godzilla und einer anderen Kreatur, die wir bisher aber noch nicht kennen, wovon der wir aber inzwischen wissen, dass das auf jeden Fall Shimo ist. Ist erstmal dann die Frage, okay, was sind das jetzt hier für Höhlenmalereien gewesen? Haben das die Menschen in der Hohlerde an die Wände gemalt, nachdem das Ganze passiert ist? Sind das vielleicht doch einfach so ein paar Voraussagen gewesen? Ich meine, auch Gia scheint ja so eine Art von Vorhersagen treffen zu können im neuen Film. Das hat uns zumindest der zweite Trailer oder auch der erste Trailer so ein bisschen gezeigt, dass sie quasi wie so Eingebungen bekommt. Das Interessante hierbei ist eben, dass Kong in diesem Fall, also in dieser Szene merkt, dass Godzilla und Shimo sich bereits kennen. Und ich glaube, die meisten von uns haben diesen Clip auch schon gesehen. Der wurde ja offiziell veröffentlicht, das ist nichts Geleaktes, in welchem Kong aus der Hohlerde rauskommt und Godzilla merkt das und geht direkt auf ihn los. Und dann versucht Kong, Godzilla etwas zu sagen, indem er auf dieses Portal zeigt. Damit möchte Kong eigentlich Godzilla sagen, ey, ich weiß, dass du dieses Vieh irgendwoher kennst, weil die Szene spielt ja auch nach dem Aufeinandertreffen zwischen Kong und Shimo, der ist wieder da, der macht wieder Terz in der Hohlerde. Das versteht man allerdings nur, wenn man diese Szene vorher kennt. Also der Grund, warum Kong gerade Godzilla um Hilfe bittet, ist eben der, dass Kong im Comic jetzt hier erfährt, dass Godzilla und Shimo sich eben schon kennen. Das wäre damit dann ebenfalls bestätigt. Ja, die beiden, keine Ahnung, sind irgendwie, vielleicht sogar Mutter und Sohn, gab es ja mal die Theorie, das glaube ich jetzt eher weniger. Auf jeden Fall sind die beiden schon mal aufeinander getroffen. Dann bekommen wir noch so ein bisschen Jäger-Action auch gezeigt. Also der gesamte Comic geht im Endeffekt darum, um das Ganze jetzt mal relativ kompakt zusammenzufassen, dass wir auf der einen Seite dann sehen, dass Godzilla langsam immer mehr ausflippt. Auf der anderen Seite sehen wir dann Kong, der immer mehr über die Hohlerde erfährt und eben die Geschichte von diesem Jäger, der nach und nach die gesamten Titanen oder immer wieder Titanen versucht einzufangen. Und da gibt es sogar so einen ganz großen Shot, wo wir dann auch sehen, wie er in einem gewaltigen Museum steht. Und da sind dann überall ausgestopfte Trophäen von verschiedenen Titanen. Wir haben dann einmal diesen riesen Spinnen-Titan, wir haben alles mögliche. Ich werde sie auch gerade mal einblenden. Die Tiere kennt man auch schon aus der Animationsserie oder eben aus Skull Island oder auch aus Monarch eben zum Teil. Wir können eigentlich jetzt sehr viel überspringen, ohne dass ihr allzu viel verpasst. Denn im Endeffekt lernen wir jetzt hier, dass Gilla oder Skilla dann irgendwann auftaucht und Godzilla bekommt dann eben die gewaltige Riesenspinne auf den Plan und der Kampf beginnt zwischen den beiden. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das ist ganz wichtig, sich das jetzt hier zu merken. Das hier ist wirklich der Anfang zum Film.
Das steht sogar im Text unten drunter, The Fight Continues in Godzilla Kong The New Empire. Das ist wirklich, hieran wird der Film angeblich ansetzen. Das ist ganz wichtig, gleich nochmal. Wir reden nochmal kurz über den Comic ein bisschen weiter. Das Ganze mündet dann irgendwann eben in einem gewaltigen Kampf zwischen Kong und eben dem Jäger. Das fand ich sehr cool. Da habe ich mir dann auch wieder gedacht, okay, dieses ganze Pacific Rim gegen das Monsterverse, das würde funktionieren, rein vom Optischen her. Und ja, Kong schafft es dann aber auch letztendlich, diesen Jäger umzubringen. Oder eigentlich, ich glaube, er möchte ihn sogar noch retten ganz zum Schluss. Und dann fällt er aber so einen Abhang runter und alles fliegt in die Luft. Und dann überlebt der Jäger das Ganze trotzdem noch. Und dann kommen, wie bei König der Löwen so ähnlich, dann irgendwann diese Titanen an, diese Säbelzahntitanen, die er auch am Anfang vom Film gejagt hat. Und der hat wohl Kinder gehabt. Und die Kinder tauchen halt dann irgendwann links und rechts von ihm auf und fressen die dann eben auf, während im Hintergrund alles in Flammen ist. Die Szene hat sehr stark an Scar von König der Löwen erinnert, wo er am Ende eben dann auch von den Hyänen gefressen wird. Und das ist im Endeffekt dann auch so die grobe Geschichte. Alles, was dann dazwischen ist, das sind so Sachen, die einfach nur erklären, ah, okay, da kommt jetzt Titanos Jilla aus dem Wasser raus. Und dann wird das so ein bisschen aufgedröselt über zwei Seiten lang. Ebenfalls wie die Jagd von dem Jäger. Den haben wir dann hier und da nochmal in anderen Situationen einfach, wo er sich auch nur mit jemandem unterhält, als Exposition, damit wir verstehen, das ist jetzt halt der Böse. Da gab es auch Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, wir haben es verstanden, er ist der Böse. Er sagt nur böse Sachen, er guckt nur böse. Also das ist so dieser typische, dass ja kein Trottel auf die Idee kommt, ah, vielleicht ist er gar nicht der Böse. Jeder wird verstehen, dass das der Antagonist in der Geschichte ist. Okay, das sind auf jeden Fall dann die Ausgangssituationen, die eben dann bis zum Ende dann dahin führen, dass dann dieser Typ getötet wird. Was vielleicht noch interessant ist, dieser Mech, in dem er drin sitzt, dieser Roboter, in dem der Jäger drin sitzt, ist von derselben Firma hergestellt worden und auch aus demselben Material gebaut, wenn ich es richtig verstanden habe, aus dem die Kuppel in Godzilla vs. Kong gebaut wurde oder eben von der Firma, von der die Kuppel gebaut wurde in Godzilla vs. Kong, wo Kong eben auf Skull Island eingesperrt ist. Darauf wird wahrscheinlich nie wieder Bezug genommen und auch generell dieser Jäger hat jetzt eben auch nicht wirklich eine Bewandtnis, wo ich sage, okay, da müsst ihr die Backstory von kennen, damit ihr ein runderes Bild vom Monsterverse habt. Das hat hier nicht so ganz funktioniert. Also der Comic ist generell wirklich, um jetzt einen Abschluss dazu auch mal zu finden, unglaublich egal für die gesamte Monsterverse-Geschichte. Denn diese Szenen, und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Jilla, diese Szenen, die wir brauchen aus dem Comic, um zu verstehen, was in Godzilla Kong passiert, die werden wir in Godzilla Kong noch einmal sehen. Noch dazu haben wir jetzt hier erneut einen gewaltigen Anschlussfehler. Und Achtung, minimaler Spoiler zu Godzilla Kong The New Empire, den auch die meisten wahrscheinlich schon kennen werden. Der Film beginnt relativ zügig damit, dass wir eben sehen, wie Godzilla in einem Kolosseum aufwacht in Rom oder in dem Kolosseum aufwacht in Rom. Und dann taucht Jilla auf und der Kampf zwischen Godzilla und Jilla beginnt. Der Comic ist quasi die Vorgeschichte dieses Kampfes. Wie kommt es denn zu diesem Kampf? Allerdings ist die Ausgangssituation hier eine andere. Das passt nicht mit dem zusammen, was wir im Film sehen. Denn hier im Comic ist das nämlich so, dass Jilla aus dem Wasser rauskommt, dann ganz kurz da auch für Ärger sorgt. Godzilla kommt direkt hinterher, wacht aber nicht erst im Kolosseum auf, sondern die beiden clashen direkt aneinander. Das ist aber die Vorgeschichte zum Film. Aber der Film zeigt uns ja, dass Godzilla eigentlich schläft und dann aufgeweckt wird durch diesen Terz, der da eben abgeht. Das ist ein Anschlussfehler. Der ist nicht groß, der ist im Endeffekt ist der egal, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, wenn ich sage, es sind immer wieder Anschlussfehler in diesem gesamten Monsterverse, die nicht unbedingt groß sind, aber das ist einfach schlecht dafür, dass das Monsterverse erst 5 Filme besitzt. Und wenn du einen Comic zeichnest, der doch wirklich die exakte Vorgeschichte zu dem Film sein soll, der Comic muss keine große Bedeutung haben, das hat er auch nicht, habe ich eben gerade schon erwähnt. Und du willst aber, dass der Comic mit einem Szenario da endet, wo der Film beginnt, dann sollte man doch wenigstens darauf achten, mal nachzuschauen, mal nachzufragen, wie beginnt denn der Film eigentlich? Das haben sie hier zum Beispiel wesentlich besser gemacht. Das Ding hier ist nicht mehr Kanon, leider haben sie das hier rausgestorytellt, aber hier haben sie sich auf jeden Fall einige Sachen getraut. Dieses Ding, als es noch offiziell Kanon war, hat dir Hintergrundgeschichten erzählt über Godzilla, über Serizawa, warum er auch zu Godzilla sagt im zweiten Film Goodbye, my old friend. Warum sagt er my old friend? Wird alles hier drin ein bisschen erklärt.
Ist jetzt aber auch egal, das Ding ist nicht mehr offiziell Kanon. Der neue Comic traut sich so gut wie gar nichts und schafft es trotzdem nicht, die Kontinuität einzubehalten. Und generell kann ich auch sagen, dass das nicht nur meine Meinung gewesen ist. Wir haben das Ganze live auf Twitch geschaut. Du wirst den gesamten Comic, den wir da auch besprochen haben, live auf Twitch, auf dem Reaction-Kanal von Anon Kaijuverse nachträglich noch sehen können. Wenn es soweit ist, wenn ich das Video hochgeladen habe, findest du den Link unten in der Beschreibung. Da kannst du gerne mal reinschauen. Ich habe ganz zum Schluss den Chat mal gefragt, was ihr denn nun mal für eine Note geben wollen würdet. Und wir waren uns alle einig, das wäre so eine 4 bis 4 minus zum Teil auch. Weil der Comic ist sehr gut gezeichnet. Die Zeichnungen sehen geil aus, das Ganze macht Spaß. Du hast sogar zu Beginn immer wieder mal so Momente, wo du dir ganz kurz denkst, okay, der Comic baut jetzt etwas auf. Nochmal ganz kurz, wie zum Beispiel auch der Satz von Godzilla, It's happening again. Das sind dann immer so eckige Sprechblasen, die quasi so ein bisschen das erklären, was gerade die Titanen selber denken. Und darauf wird nie wieder eingegangen. Das ist einfach egal danach. Also wir wissen es nicht, ob das jetzt Shimo ist oder was, ob er damit die Menschen meint. Keine Ahnung. Dann werden eben auch noch ein paar Szenen recycelt, die wir im Film so sehen werden. Es hat diesen Anschlussfehler. Und das, was der Comic neu macht, ist komplett irrelevant für die Geschichte später. Also auf eine Art und Weise, wo ich halt wirklich auch sage, okay, das soll keinen großen Bezug auf den späteren Film nehmen. Man soll keinen Comic lesen müssen, um den Film zu verstehen. Das ist blöd. Aber vom Inhalt her kann man diesen Comic gleichsetzen mit der Wichtigkeit fürs Monsterverse wie die Netflix-Animationsserie Skull Island. Du kannst die gucken, du kannst damit deinen Spaß haben oder eben auch nicht, je nachdem. Aber sie führt nicht irgendwo hin, wo man sich denkt, ah, gut, das geguckt zu haben. Gut, dass ich das jetzt weiß. Genauso wie jetzt hier. Wir wissen jetzt, dass die Kuppel ist von derselben Firma gemacht worden wie der Anzug von dem Jägertypen. Ey, vielleicht kommen die Anzüge nochmal vor von diesem Jäger, keine Ahnung. Vielleicht sehen wir seinen toten Körper nochmal im Film und das war's dann. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir da so ein bisschen mehr erhofft, dass man hier vielleicht noch ein paar mehr Anspielungen hat, die man verstehen kann. Ich habe quasi einfach gehofft, dass der Comic sehr viele Anspielungen auf die Filme oder gerade auf die aktuellsten Projekte auf Monarch hat oder auch mal auf Godzilla Kong, The New Empire, aber irgendwie in einer etwas größeren Dimension, dass man quasi sagen kann, okay, du musst den Comic nicht gelesen haben, um die Filme zu gucken, aber wenn du den Comic verstehen möchtest, solltest du die Filme geschaut haben. Sowas hätte ich irgendwie erwartet, aber der Comic ist halt so irrelevant, dass du musst den Comic nicht gelesen haben, um die Filme zu verstehen und du musst die Filme nicht gucken, um den Comic zu verstehen. Die ist eben einfach da und ey, für 18 Euro ist es auch relativ happig, dass zum Teil da einfach auch nur Seiten drin sind, die eben schön aussehen. Von mir persönlich gibt es hier für Sammler wahrscheinlich eine Note 3. Für den Inhalt gibt es eine 4-, vielleicht sogar auch eine 5, weil der ist echt belanglos. Jetzt kommt hier eine ganz kontroverse Meinung. Den Comic habe ich mir auf jeden Fall auch schon vorbestellt als physische Variante, weil es eben einfach gerade, naja, schöner aussieht und eben auch für Sammler eine ganz schöne Nummer ist. Ich glaube auch, dass ich dann später im Rückblicken nochmal auf diesen Comic nicht ganz so kritisch sein werde, aber es ist wie immer, wenn man auf irgendetwas sich sehr freut und dann eine bestimmte Erwartungshaltung hatten. Da könnt ihr jetzt wieder sagen, war selbst dran schuld, erwarte halt nicht so viel. Ich nehme einfach das Recht raus, hier und da bestimmte Erwartungen zu haben. Das sollte man auch machen. Auch im realen Leben ist eine Erwartung nichts Schlimmes. Die ist halt hier einfach nicht eingetroffen. Das ist, ja, wie gesagt, eine Kaufempfehlung nur bedingt. Und wie gesagt, der Comic wird zensiert, großteils natürlich auch auf meinem Reaction-Kanal hochgeladen werden, aber da reden wir über die ganzen Sachen. Ich beschreibe auch die Bilder, wir lesen die einzelnen Sprechblasen vor. Ihr könnt die ganze Nummer jetzt noch komplett uncut auf Twitch sehen, da habe ich den gesamten Comic live besprochen. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen und im Endeffekt dann selber entscheiden, ob ihr das Teil kaufen würdet oder eben nicht. Ich hoffe einfach nur, dass das Monsterverse da mal ein bisschen gefestigter wird und dass wir irgendwann noch ein großes Mastermind bekommen. Denn so wie es aussieht, wird auch Adam Wingard nicht das große Mastermind werden hinter dem Monsterverse, denn er hat nämlich etwas Ähnliches verlauten lassen, wie dass er eine Art von Trilogie geplant hat, die eben mehr die Geschichte von Kong und eben der Hohlerde mit einbaut. Und die Trilogie hat eben begonnen mit Godzilla vs. Kong. Teil 2 wäre dann eben jetzt Godzilla Kong und Teil 3 wäre dann wahrscheinlich, keine Ahnung, Godzilla reitet auf Kong oder sowas. Und danach wäre Adam Wingard mit der ganzen Nummer allerdings auch durch. Das heißt, wir haben aktuell niemanden, der das Ganze mal überwacht und wir bekommen jetzt schon diese kleinen Löcher damit rein, die einfach der Logik so ein bisschen schaden. Wie gesagt, noch nichts Schlimmes, aber trotz allem viel zu früh. Jetzt bist wie immer du gefragt, kannst du meine Meinung so ein bisschen nachvollziehen? Kannst du meine Gedanken dazu ein bisschen nachvollziehen?
Warum ich da langsam echt skeptisch werde oder so ein bisschen Angst auch habe, dass das jetzt in ganz falsche Richtung abdriftet. Hast du den Comic schon gelesen? Wie ist deine Meinung dazu? Schreib mir alle deine Gedanken dazu in die Kommentare unten rein. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder, was sehr wahrscheinlich die spoilerfreie Kritik zum Film sein wird. Denn ich wurde eingeladen zur Pressevorführung am 2. April. Da werde ich auf jeden Fall auch mit dabei sein. Und dann werdet ihr am 3. April die spoilerfreie Kritik bekommen. Es sei denn, ich bekomme noch ein Embargo reingeklatscht. Das weiß ich aber noch nicht. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.